Raketenfuß und Oktopussy. Der Moment, in dem wir ins Stadion einziehen, entschädigt für die Mühsal der vergangenen Monate, für die Liegestütze und die Kniebeugen, die nächtlichen Joggingrunden und die wiederkehrenden Zweikämpfe, die Eiweißriegel und das Kaffeeverbot. All das ist vergessen, als wir den Rasen betreten, getragen vom aufbrausenden Gesang der Fans. Fast immer ist das Stadion zu groß für uns. In unserer Macho-Gesellschaft möchte man nach wie vor keine kickenden Frauen sehen. Zugleich ist Fußball für mich und meine Landsleute mehr als eine Sportart. Mehr als eine Religion. Viel mehr. Wir inhalieren Fußball schon mit der Muttermilch. Wir atmen Fußball, wir lieben und leben Fußball. Allein in unserer Hauptstadt haben wir 14 Stadien gebaut. Und wenn unsere beiden bekanntesten Vereine gegeneinander antreten, steht das öffentliche Leben still. Heute Abend, wenn wir gegen Brasilien spielen, toben immerhin 15.000 Fans mit und gegen uns. Jetzt sind wir auf dem Rasen und nehmen Aufstellung für die Hymne. Der ganze Fanblock wird sie mitsingen. Gröhlen werden sie, dem Gegner entgegenspucken, ins Gesicht schreien werden sie. Ein letztes Mal blicke ich in das Meer der bemalten Gesichter. Ich sauge die wilden Gesten auf, filtere spitze Schreie aus dem Lärm. Dann blende ich das alles aus. Ich muss mich konzentrieren auf das, was folgt. In den vor mir liegenden 90 Minuten kann ich die Heldin des Stadions werden oder der tragischste aller Clowns. Ich blicke meine Mitspielerinnen an und merke, dass sie lichterloh brennen, genau wie ich. Besessen sind wir vom unbedingten Willen zu gewinnen. Unseren Gegnerinnen zu zeigen, dass wir besser sind als sie. Die Spannung knistert in der Luft wie ein Lagerfeuer, als Milagros, die Schiedsrichterin, storchengleich zur Stadionmitte schreitet und den Ball, der uns die Welt bedeutet, auf dem weiß gekalkten Punkt ablegt. Im selben Moment verebbt der Schlachtgesang so unvermittelt, als habe jemand ein Kabel aus dem Stadion gezogen. Alle Augen heften sich auf uns. Ich denke zurück an den Ort, der mir die Kraft gegeben hat, das vor mir liegende Spiel zu meistern. Ein Schrein? Mitten in der Wüste? Wirklich, Luna? Und was soll ich dort tun? Komm einfach mit. Der Rest ergibt sich von selbst. Die hat gut reden, Luna, die Lückenstopferin. Sie scheint zu ahnen, an welcher Stelle eine gegnerische Spielerin zum Sturm auf unser Tor ansetzen wird, noch ehe, dass der Stürmerin selbst klar ist. Wenn es sein muss, riskiert Luna lieber einen Elfmeter, als irgendjemanden an sich vorbeizulassen. Immer steht sie am richtigen Fleck. Ich laufe bei jedem Spiel viermal mehr als sie. Glaub mir, es gibt auf der ganzen Welt keine bessere Vorbereitung, als diesen Wüstenschrein zu besuchen. Wenn es dich dort packt, ist das mehr wert als 30 Trainingseinheiten. Dann hast du offenbar keine Ahnung, wie hart ich trainiere. Ich murre noch immer ein bisschen, als wir einen der Kleinbusse besteigen, die noch das letzte Dorf unseres Landes erreichen. Nach Nordwesten fahren wir, über die Pampas hinweg, auf denen 50 Millionen Rinder stehen. Asado-Rinder, sagt Luna. Und wir kichern. Jedes Land ist für irgendetwas bekannt. Da die Brasilianer die gut aussehenden Männer und die tollen Strände für sich reklamieren, bleiben uns eben der Tango und gegrilltes Rindfleisch. Eine Nacht und einen halben Tag lang geht es auf Asphaltstraßen vorwärts. Dann ächzen wir eine Schotterpiste entlang, die der Wind von beiden Seiten mit Sand bewirft. Kurz vor der Ankunft ist der Weg kaum noch auszumachen. Nachdrücklich pocht die Wüste darauf, dass dies ihre Gegend ist. Ihre Komplizin, die Sonne,
wirft Strahlen scharf wie Messerspitzen auf die Erde. Durch das Busfenster hindurch brennen sie auf der Haut. Entlang des Weges sind Wasserflaschen aufgereiht. Ihr zu Ehren, natürlich. Jede der anderen Spielerinnen hat sie bereits besucht. Jede hat die Schreine in Hausgröße erforscht, die hier stehen, hat Blumen und Gebete zurückgelassen und kam mit leuchtenden Augen zurück. Was haben sie nur gefunden, hier, mitten in der Wüste? Was hat ihnen diese Frau gegeben, deren Name, frei übersetzt, gerissener Keilriemen bedeutet? Ein schriller Pfiff. Milagros tänzelt weg vom Ball. Das Stadion beginnt vom Gebrüll der Fans zu zittern. Die Zuschauer verschmelzen zu einer Masse, die jemand um den Rasen gelegt hat. Ihre Rufe, ein durchgehender, an- und abschwellender Schrei. Von hier an sind nur noch Milagros und wir 22 Spielerinnen real. Luna angelt das Leder vom Fuß ihrer Gegnerin. Es sieht so einfach aus. Als habe der Ball ein Eigenleben und wolle unbedingt zu ihr. Ein weiter Pass nach vorn, traumhaft angeschnitten. Ich renne los, doch Elena ist schneller als ich. Sie lächelt böse, als sie den Ball mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung bändigt. Eben noch flog er frei durch die Luft, jetzt liegt er wie ein braver Hund vor ihren Füßen. Aber nicht lange, Martha kommt angesegelt. Die Brasilianer nennen sie die Niete. Nicht etwa, weil sie schlecht spielen würde, sondern weil sie mit Vorliebe ihre Gegnerinnen umnietet. Wie eine Wand gleitet sie auf Elena zu. Sie blickt sich um, sieht mich und gibt trotzdem nicht ab. Die dumme Pute! Wie oft habe ich ihr gesagt, dass es keine Rolle spielen darf, wer vor 2 Jahren wessen Freund ausgespannt hat. Und dass ich ihr den Kopf abreißen werde, wenn wir aufgrund dieser blöden Geschichte schlechter abschneiden, als wir können. Endlich kapiert sie es. Sie legt sich das Leder zurecht, doch da ist die Niete längst da. Sie fängt den Pass ab und kickt ihn triumphierend weit in unsere Hälfte. Erst als ich merke, dass ich Elena in Wüstentönen beschimpfe, wende ich mich ab, gehe zurück auf meinen Platz und lauere auf weitere Chancen. Jetzt aber. Wieder ist es Luna, wieder schwebt der Ball durch die Luft, als sei für kurze Zeit die Schwerkraft ausgeschaltet. Ich hechte heran, werfe mich ihm entgegen wie einer Erlösung, stoppe das Leder mit der Brust, lasse den Ball auf meinen Fuß abtropfen, dann dribble ich los. Das kann ich im Schlaf, ich habe es wieder und wieder geübt. Ich verlade eine Brasilianerin, dann noch eine, dann sehe ich Elena frei vor dem gegnerischen Tor stehen. Verdammt, wie kam sie nur so schnell dorthin? Die Niete macht sich bereit, mich zu stoppen, und ich fürchte, dass es ihr gelingen könnte. Soll man Böses mit Bösem vergelten? Ehe ich noch recht darüber nachdenken kann, habe ich Elena den Ball schon zugespielt. In den Wirren des Bürgerkriegs 1841 ging eine Frau mit ihrem wenige Tage alten Säugling in die Wüste, um ihren dorthin verschleppten Mann zu suchen. Sie starb in der Einöde, an Durst und Erschöpfung. Ihr Kind aber überlebte 2 Tage lang an ihrer Brust und wurde schließlich von Gauchos geborgen. Ein Triumph des Lebens, verdad? Warum zittert Lunas Stimme vor Rührung, als sie mir die Geschichte erzählt? Jeder in unserem Land kennt sie doch. Sie wird uns von klein auf beigebracht. Die Schreine, die an der geschichtsträchtigen Stelle mitten in der Wüste errichtet worden sind, gruppieren sich zum berühmtesten Wallfahrtsort unseres Landes. Dabei schert es uns wenig, dass die katholische Kirche das, was hier passiert ist, bis heute nicht als Wunder anerkennt. Bis 1940 erinnerte lediglich ein Hügelkreuz an das Ereignis. Inzwischen aber ist hier ein ganzes Dorf entstanden, mit Tankstelle, Schule, Postamt und einer Polizeistation. Über 1 Million Devotionalien haben meine Landsleute in der Wüste zurückgelassen und Tempel gebaut, die größer sind als das Haus meiner Eltern. Weder Mendoza, die Abenteurerhauptstadt im Süden, noch Salta, die Hübsche im Norden, können es mit diesem Dörfchen aufnehmen. Hierher strömen Besucher aus allen Regionen unseres Landes. Ich schreite an den Kapellen vorbei,
Eine ist Brautpaaren gewidmet, eine Lastwagenfahrern und eine weitere Verliebten. Ich weiß nicht, warum ich mir ein weiteres, eher unscheinbar anmutendes Gebäude aussuche. Eigentlich vor allem, um der gleißend hellen Sonne zu entkommen, trete ich ein. Sofort umfängt mich ein Schummerlicht. Rundum sind Pokale aufgestellt, Inschriften, Gebete und Dankesplaketten. In der Mitte des Raumes liegt sie. Das heißt, natürlich liegt sie nicht selbst dort, sondern eine Nachahmung aus Stein. Sie strahlt Frieden aus. Frieden und eine Stärke, die einen umgibt wie eine Jacke im Winter. Ich schaudere vor Glück. Jetzt hat sie mich also doch erwischt. Die Entschlafene vermag ich noch zu denken, ehe ich niederknie. Sie passt zurück. Elena, die Eigensinnige, die Nachtragende, spielt mir den Ball vor die Füße. Die Niete schaut ungläubig herüber. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Ich dribbele mit dem Leder, lasse eine Brasilianerin ins Leere laufen und renne mit aller Kraft, bis ich 8 Meter vor dem gegnerischen Tor stehe. Die Welt um mich herum hört auf zu existieren. Der Lärm der Fans fällt in sich zusammen. Vielleicht ruft Elena irgendetwas, vielleicht beschimpft mich die Niete. Ich weiß es nicht. Es wäre mir auch egal. Alles, was ich sehe, höre und fühle, ist das über den Rasen hoppelnde schwarz-weiße Leder vor meinen Füßen, der 7,32 Meter mal 2,44 Meter große Kasten direkt vor meinen Augen und Octopussy darin. Eigentlich heißt sie Penelope, aber alle nennen sie Octopussy. Sie fischt Bälle aus der Luft, die jeder, Freund und Feind, längst im Netz zappeln sah. Bei ihr gibt es keine Lücke. Sie ist immer überall und wirbelt herum, als hätte sie 8 statt nur 2 Arme. Manchmal stürzt sie unvermittelt heraus, rudert mit den Armen wie ein Berserker und wirft sich mit einem spitzen Schrei auf den Ball. Jetzt aber fixiert sie mich, als wolle sie mich hypnotisieren. Sie springt hin und her, als sei sie auf der Torlinie angepinnt. Man nennt mich Raketenfuß. Wenn ich das Leder mit dem Spann voll erwische, wenn ich abziehe und dem Ball in letzter Sekunde eine Drehung mitgebe, rast er mit dem Vorwärtsdrang einer Rakete dem Netz entgegen. Manchmal zucken Torhüterinnen die Hände bereits ausgestreckt unbewusst zurück, wenn das Leder auf sie zurast. Octopussy gehört nicht dazu. Trotzdem werde ich sie besiegen. Ich habe eine Volksheilige an meiner Seite. Ich weiß nicht, wie lange ich in dem Schrein geblieben bin. Die Sonne malt rote Lichtflecken auf den Tempel, als ich nach draußen trete. Ich treffe Luna vor dem abfahrbereiten Bus. Keine von uns sagt ein Wort. Doch mir ist klar, dass sie weiß, was mir soeben widerfahren ist. Dass ich eine Kraft, eine Gewissheit aufgesaugt habe, die weit über die Rührung hinausreicht, die diese Geschichte in uns erzeugt. Eine Nacht und einen halben Tag lang geht es zurück, durch die Pampas hindurch, immer an der Naht zweier Felder entlang und die letzten Stunden durchs Häusermeer unserer Hauptstadt. Luna sagt wenig, sie weiß, dass ich jetzt für mich sein will. Noch bis gestern hätte ich mich geohrfeigt für das, was ich während der Heimfahrt in meinem Kopf wiederhole, dass ich in dem Schrein gebetet habe für unseren Sieg, unsere Stadt, unser Land und dass meine Gebete erhört worden sind. Ich sehe Octopussys Blick flackern, als ich abziehe. Der Ball ist auf dem Weg, doch ich weiß bereits, dass er sein Ziel nicht verfehlen wird. Das Stadion wird brennen vor Begeisterung und heute Abend werden wir in Champagner baden. Jede von uns hat sie besucht und jeder hat die volksheilige Kraft geschenkt. Viele sagen uns nach, dass wir keine echten Südamerikaner seien. Europäisch verseucht sei unsere Sprache, französisch aristokratisch unsere Vorstellungen und italienisch gockelhaft unser Gebaren. Uns ficht das nicht an. Wir haben eine Heilige, der wir mit ganzer südamerikanischer Irrationalität huldigen. Später, wenn die Brasilianerinnen niedergeschlagen vom Rasen kriechen und wir unserer Fankurve entgegenwinken, werden wir uns ansehen. Und klammheimlich werden wir alle sagen:
Dank sei dir, Liebe.